Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Alexanderplatz ist ja offenbar ein schicksalhafter Ort für Berlin. Als er vor über 200 Jahren seinen Namen erhielt, war er noch ein recht unansehnlicher Platz vor den Toren der Stadt. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts kulminiert hier die Entwicklung Berlins zur Metropole. Alfred Döblin hat dem Platz ein literarisches Denkmal gesetzt. Und seit 1990 ist er einer der prominentesten Streitfälle im wiedervereinigten Berlin. Und trotz aller Unkenrufe funktioniert dieser markante Ort als Verkehrsknoten, Treffpunkt und Einkaufszentrum, und er beeindruckt Menschen wegen seiner besonderen großstädtischen Aura. Was fehlt? Was regt auf? Versuchen Sie mal, am Alex einen Kaffee zu trinken. Versuchen Sie, in der burschikosen Alex-Oase einen gastronomischen Hoffnungsschimmer zu erkennen. Finden Sie an heißen Tagen ein schattiges Plätzchen. Gut, dass das Shoppingcenter Alexa nicht von überall zu sehen ist. Nicht zu reden von den flatternden Planen an dem schlichten neuen Geschäftshaus, die den möglichen Standort des ersten neuen Hochhauses markieren. Noch besser, dass dieser überdrehte Sieger des jüngsten Wettbewerbs noch nicht gebaut ist und hoffentlich auch nicht wird. Und das hat übrigens nichts mit Angst vor Hochhäusern zu tun, sondern dieses Teil tut dem Ort schlicht nicht gut. Es muss sich etwas ändern, keine Frage. Aber wie? Der Hochhausplan für den Alex ist mehr als 20 Jahre alt. Aber nicht alles, was lange währt, wird gut. Wir brauchen endlich ein Umdenken. Und da machen Sie mit Ihrem Antrag leider nur einen kleinen Schritt. Im Grundsatz ist es erfreulich, dass auch die Koalition endlich Position bezogen hat. Sie wird aber erklären müssen, warum sie die Behandlung unseres Antrags vom August letzten Jahres seitdem blockiert und warum sie so lange gewartet hat, bis der umstrittene Wettbewerb für das Heinz-Hochhaus entschieden worden ist. Es ist wenig glaubwürdig, auf der einen Seite von notwendigen Planungsänderungen zu schwadronieren und auf der anderen Seite Fakten zu schaffen. Wir hätten schon im Mai 2013, nach der Anhörung im Stadtentwicklungsausschuss, die Linke beantragt hatte, handeln können und den parlamentarischen Auftrag zur Überarbeitung des Masterplans erteilen können, den die Senatsbaudirektorin geradezu erbeten hat. Genau dafür hatten wir unseren Antrag formuliert, als Angebot zur Debatte, und dieses Angebot gilt weiter. Nun endlich will auch die Koalition tätig werden. Es gibt Prüfaufträge an den Senat, wie der Alexanderplatz unter Berücksichtigung des Bestandes weiterentwickelt wird. Das ist zunächst ein Schritt in die richtige Richtung, keine Frage. Eine Prüfung der Denkmalwürdigkeit einzelner Bestandsbauten soll auch erfolgen. Auch da haben Sie unsere Unterstützung. Zum Glück läuft diese Prüfung ja bereits, und sie sollte zügig zu einem Ergebnis führen. Nicht, dass die Investoren schneller sind als wir. Neben dem Haus des Lehrers sollten das Haus des Reisens, das Haus des Berliner Verlags und natürlich auch die Weltzeituhr geschützt werden. Zu den strittigen Hochhausstandorten ist die Koalition offenbar nicht einig. Keine Absage an das Hochhaus neben dem Alexa, das die Sichtachse von der Karl-Marx-Allee zum Fernsehturm massiv stören würde. Und Herr Otto, das ist übrigens einfach ein physikalisches Gesetz. Wenn ich da ein ganz hohes Haus davor stelle, dann sehe ich den Fernsehturm nicht mehr. Auch hier in dem Antrag der Koalition lediglich ein Prüfauftrag, aber das reicht eben nicht. Maßstab und Stadtbild prägend ist und bleibt der Fernsehturm. Deshalb wollen und sollten wir auf problematische Hochhausstandorte bzw. Höhen verzichten. Wir unterstützen Ihre Forderungen nach einem kooperativen und beteiligungsorientierten Planungsprozess. Doch was heißt es, Zitat aus der Begründung Ihres Antrages, erst nach Abstimmung mit Grundstückseigentümern, Nutzern und Masterplanern den Bedarf weiterer vertiefter Verfahren und Wettbewerbe zu prüfen, Zitat Ende. Was beabsichtigt die Koalition mit der kleinteiligen Vorgehensweise, jedes einzelne Bauvorhaben prüfen? Vielleicht sollen wir den Antrag ja so verstehen: Am alten Masterplan halten wir fest und lassen uns nur auf punktuelle Änderungen ein. Vielleicht haben wir da aber auch was missverstanden. Wir jedenfalls schlagen einen anderen Weg vor. Erst ein Gesamtkonzept, erst eine Revision des Masterplans und dann Einstieg in die Einzelprojekte. Vielleicht kommen wir im Ausschuss zu Änderungen. Ich sehe hier tatsächlich Chancen für eine gemeinsame Beschlussempfehlung. In der vorgelegten Form könnten wir dem Antrag nicht zustimmen. Vielen Dank.